Dzień dobry, witamy Was. Witamy Was dzisiaj na głównej stacji kolejki w Seyfeld. Poniekąd niektórym znana. I tutaj w Seyfeld zorganizowano wystawę starych nalazków. Mniej więcej niektóre egzemplarze mają tutaj 100 i więcej lat. I zaprosimy teraz tutaj kogoś, kto się w tym temacie bardzo dobrze orientuje. Jest ojcem, jest naszym sąsiadem przede wszystkim i dobrym przyjacielem. I poza tym ojcem zawodniczki, która jeździła w Pucharze Świata w kadrze Ski Alpin Niemiec. A jest to nasz kochany Szorsz i zaraz go poszukamy. Koniec. Servus Szorsz. Grüß dich Szorsz. Also, was ich dich fragen wollte, wir haben hier mehrere Skier in der Ausstellung, oder Seeberg hat mehrere Skier in der Ausstellung. Auf welchen bist du persönlich gefahren? Welche Anwendung, die du schon gefahren bist? Schon einiges, also mit sowas ist mir zu fahren, mit den Zehenriemen, hat natürlich da an der Seite keinerlei Führung gehabt. Gibt dir entweder nach vorne oder du konntest mehr oder weniger nur geradeaus fahren, so richtige Kurven. Konntest also mit dem Ski nicht machen. Konnte man mit dem Ski so schön kabeln? Ja, kaufen kannst du mit dem Ski nicht. Aber gut, dann brauchst du unheimlich viel Kraft. Ist man mit diesem Ski auch auf den Skispitzen gefahren oder ist man eher auf den Spitzen? Man hat sich eher auf die Ferse gestellt, weil man auf die Spitze sich stellt, dann gibst du ja nach vorne und für die Reifen. Ja. Also man hat schon eher auf Fersendruck geachtet. Das hat man dann wieder das Pech gehabt, dass man hinten weggerutscht ist und dann war er immer mit der Ferse mehr oder weniger im Schnee. Also man ist praktisch mit der Ferse immer durch den Schnee. Also gestern war dann schon Ski, die an der Seite so eine Fixierung vom Riemen hatten. Ja, so wie hier zum Beispiel. Sieht man vielleicht nicht. Ja, das ist ja eine Tourenbär. Ja. Aha, okay. Die hat das mit dem Massieren. Auf der anderen Seite sieht man vielleicht. Ach, die kenne ich noch. Das ist so am Anfang von der Kanalabbindung. Später wurde er die ganz aus Stahl und die hat was dazu gemacht. Ganz wichtig. Da hat er schon ein bisschen bessere Führung, weil er auch wieder drin. Hat man diese Bindungen auch im Rennsport eingesetzt oder war das eine typische Touristenbindung? Ja, im Rennsport, die hatten dann schon die besseren mit den Seilzügen und dann der Seiten mit Laschen, wo die eingehängt wurde. Ach so. Also die haben dann auch schon einen besseren Halt gehabt. Ja. Naja, klar, das heißt, wenn das hier jetzt eingehackt war, dann war das hier stabiler. Dann bist du ja nicht so leicht weggerutscht. Ja. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas ist. Das sind noch ältere Typen, also da wird man wahrscheinlich nichts mehr tun. Also das ist ja was ganz Wohlhaltiges. Ja, also ich schätze mal 19. Jahrhundert. Oder 16. Ja, das ist eigentlich nur ein Fortbewegung. Aha, also nicht. Das ist nur, dass man im Schnee einsinkt und dass man halt gehen kann damit. Aha. Eigentlich als Arbeitsschüter. Ja. Als Südtiroler Arbeitsschüter. Oder Norweger Arbeitsschüter. Die du halt irgendwie draußen hüpfst und sonst was die hinterher. Aber was noch sehr interessant ist, und das müssen wir, weil man stellt immer wieder fest, dass die Leute, die Skifahren lernen, in diesem harten Ski den Ski nach vorne, nach hinten belasten können, wie sie wollen, dadurch, dass das Bein ziemlich fest eingegipst ist. Und hier haben wir ein schönes Beispiel für so einen... Ach, das kann man ja gar nicht heben. Das ist so ein alter Schuh. Und da muss es ja wirklich... Mit ich stehe, das, sonst, Skifahren war ja da in die Zeit wesentlich anstrengender. Ne? Aha. Man konnte ja nicht 6 Stunden Skifahren wie heute, kann man vielleicht 4-5 Stunden, 6 Stunden fahren. Und das konnte man früher nicht, ne? Weil du bist nach 2 Stunden aus die Latschen gekommen. Das war es fix und fertig. Erstens ist mir ja schon zu Fuß raufgegangen und dann mit dem Runterfahren einmal nochmal so anstrengend. Und also da ist nichts gegangen mit. Das heißt, in Seefeld, wie lange gibt es hier überhaupt Lichter? Weißt du? Ja, schon seit 1956. Und vor 56 ist man dann... Ja, dann hat es schon auch Lift gegeben, aber das war schon mehr so
Und die andere Seite, da habe ich auch noch was gesehen, dass eventuell noch, oder ist mehr geworden, das ist hier was, was schon vielleicht... Das ist jetzt zum Beispiel schon wieder... Stopp! Also das war schon mehr Kanderhaar-mäßig. Hier sieht man ja die... Ah ja, hier. Befestigung am Zug, ne? Ja. Hier wurde, konntest du den Skier schon verstellen. Und da konnte man zusätzlich einen Riemen anbringen, um vorne den Schuh besser zu spannen. Mhm. Und hier konnte man ja den ziemlich fest einstellen, also war relativ fest mit dem Ski verbunden. Ja, das ist auch die Art Bindung, das ist sowas, was man auch vielleicht aus den 60er, aus den 70er, also ich kenne sowas noch. Also sowas ähnliches, nach dem Prinzip. Ja. Hieß, ich weiß gar nicht, wie die Fristung liegen. Also das? Vorne solche... So was war natürlich schon wieder ein großer Platz. Hier konnte man so lange Backpulver verstellen, ja. Schuhe. Aber Kanten, wie man sieht. Ja, Kanten. Naja. Die hat man sich noch geschenkt. Also schöner gerade Auslauf. Schön gerade Auslauf. Aber im weiteren Fortschritt, da müsste man jetzt Anbringung haben. Landriemen, das war die... Es war eine Bindung, du bist ganz fest auf dem Ski gestanden, also der Schuh war total fest auf dem Ski. Und du hattest ungefähr 1,50 Meter Höhe. Und du hast es so oft um den Fuß rumgewickelt, bis das Blut abgesperrt hat und dann hast du dich angezogen. Aber der war halt natürlich vom Ski von her auf dem Ball, das konnte es nicht geben. Das war nichts. Gut. Aber zum Rennfahren wäre hier. Zum Rennfahren. Ja. Und das ist hier ist auch noch so einer, aber das ist, glaube ich, das ist ein moderner Twin-Tip. Ja? Twin-Tip nennt man einen Ski, der... Ja, aber schau mal auf die Spitzen. Das ist ein moderner Twin-Tip. Ja? Also, Freestyle. Okay. Freestyle aus den, so, sagen wir mal, Freestyle aus den 60er oder 70er oder 50er oder 40er. Ja, das war was zum Vor- und Rückwärts. Ja, ja. Also gab es Freestyle auch schon damals. Eben. Gut. Also vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.